Am 15. September 2020 fand auf der Apple-Webseite eines ihrer bekannten Apple-Events statt. Vorgestellt wurde die neue Apple Watch Series 6, das neue iPad 8 und das neue iPad Air. Doch am meisten habe ich mich nicht auf die Uhr mit ihrem neuen Blutsauerstoffsensor oder ihrer neuen Farbe und auch nicht auf das neue iPad Air, was fast ein iPad Pro ist, gefreut, sondern vielmehr auf die Ankündigung des neuen Betriebssystems, welches schon Anfang des Jahres vorgestellt wurde. We will also be releasing major OS updates tomorrow. Tatsächlich war es dann soweit. Am 16. September 2020 um 23 Uhr abends habe ich endlich iOS 14, iPadOS 14 und WatchOS 7 installieren können und war sehr gespannt, wie es wohl sein wird. Insgesamt habe ich schon eine Woche mit diesem Betriebssystem verbracht. Dabei ist mir einiges aufgefallen, über das ich in diesem Video echt einmal genauer reden möchte. Angefangen mit dem iPhone und iOS 14, dem wohl meist erwartetsten Betriebssystem von allen. An dieser Stelle möchte ich übrigens nicht alle neuen und verbesserten Funktionen des iPhones aufzählen, das haben in den letzten Wochen und Monaten schon genügend andere Leute auf YouTube gemacht. Ich möchte eher auf den Alltag mit den neuen Funktionen eingehen. Dabei hat sich erstens vom Aussehen nicht so viel geändert. Ich bin relativ gut zurechtgekommen und war irgendwie mit allem schon vertraut, bis ich die neuen Widgets versucht habe einzurichten. Durch einen langen Druck auf den Homescreen kann man den Jiggle Mode einstellen und oben links die neuen Widgets auswählen. Soweit so Apple-like. Mein Interesse lag bei dem sogenannten Smart-Stapel. Was ein komplizierter Name. Dieser zeigt dir anhand von künstlicher Intelligenz über den Tag verteilt die Dinge an, die du wahrscheinlich sehen willst. Dabei gibt es unterschiedliche Widgets, die wechseln. Siri-Vorschläge, die ich persönlich noch nie brauchte, habe ich direkt rausgeschmissen. Fotos, die nur aus irgendwelchen Bildern aus meiner Bibliothek bestehen, habe ich auch direkt rausgeschmissen. Tipps für die Benutzung des iPhones brauchte ich auch nicht, genauso wenig wie die Bildschirmzeit, Uhr, Podcast oder Erinnerungen. Insgesamt blieben für mich nur noch Wetter, Kalender und Karte übrig, die ich mir vorstellen konnte, irgendwann mal zu gebrauchen. Auch Apple Music fand ich eher uninteressant, weil ich hauptsächlich Spotify verwende. Es blieben an sich nicht mehr als 4 übrig, was dazu führte, dass die KI mir ungefähr 60% des Tages das Wetter anzeigt und die restliche Zeit die Karte, Erinnerung oder Kalender. An dieser Stelle ist die Möglichkeit von Drittanbietern, selbst Widgets einzustellen und hinzuzufügen, definitiv wichtig. Was ich hingegen sehr cool finde, ist die App-Mediathek, zu der man gelangt, wenn man nach ganz rechts swiped. Die Zusammenfassung aller Apps in Ordnern hat mir die letzten Tage das Suchen von Apps und Anwendungen deutlich leichter gemacht. Eine, wie ich finde, gute Idee, die auch ordentlich umgesetzt ist. Ansonsten habe ich mich noch über die 16:9 Foto-Funktion direkt aus der Foto-App gefreut. Eine, wie ich finde, schon längst überfällige Funktion. Dann wurden einige Apps nochmal überarbeitet und sehen jetzt etwas anders aus. Siri ist deutlich dezenter, was ich sehr feiere. Und auch die dezenteren Anrufsfelder sind simpler und besser. Auch wenn ich die letzten Tage während des Telefonierens auf dem eingeschalteten Display ungewollte Nachrichten verschickt habe. Ach so, und die Anzeige, ob Kamerabild oder Mikrofon von Apps abgegriffen wird, ist auch sehr sinnvoll. Soweit ist es aber auch einfach nur eine weitere Version von iOS auf dem iPhone. Wie jede Version bringt auch diese Performance und Stabilität mit sich. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es an manchen Stellen noch nicht ganz so rund läuft. Dieses Gefühl wurde beim iPad allerdings noch einmal verstärkt. Kurz nach dem Installieren ist mir schon der erste Bug mit den Widgets, welche es jetzt ebenfalls auf dem iPad gibt, aufgefallen. Manchmal werden diese gar nicht angezeigt oder liegen plump übereinander. Mir kommt es so vor, als würde das iPad-Betriebssystem sehr viel instabiler laufen als das des iPhones. Das kann allerdings auch daran liegen, dass ich das iPad durch die Schule deutlich mehr benutze als mein Handy. Ansonsten hat beim iPad fast dasselbe stattgefunden wie beim iPhone. Apps wurden vom Aussehen überarbeitet, Siri und Anrufe sind dezenter geworden und wer Lust hat, kann jetzt auch Anrufe und Filme im Multitasking anschauen. Soweit, so iPad. Ein neues Feature, was einfach grauenhaft funktioniert, ist Handschrifterkennung. Egal wie sauber und ordentlich ich schreibe, aus Tweet wird Toast und ich verschreibe mich ständig. Ich hoffe, dass diese Funktion noch besser wird, weil die Idee eine wirklich gute Nummer ist und ich das Wechseln zwischen Stift und Tastatur schon oft als störend und hinderlich empfunden habe. Ach so, und warum es die Translator-Funktion nicht fürs iPad gibt, ist mir auch noch nicht so ganz klar geworden. Ich könnte sie in der Schule tatsächlich manchmal gebrauchen. Alles in allem ist sowohl iOS als auch iPadOS kein Rückschritt. Sie bringen viele neue Ideen, von denen manche jetzt einfach noch ein wenig Zeit zum Reifen brauchen, mit sich. Ich habe mich auf die Betriebssysteme gefreut und bin froh, dass sie nun endlich da sind und ich sie benutzen kann.
Und mit den neuen iPhones wird das sicherlich bestimmt nochmal bald ganz anders aussehen. Doch eins habe ich jetzt ja noch gar nicht genannt. Eins, worauf ich mich unglaublich gefreut habe und für das es auch langsam mal Zeit wurde. WatchOS 7, das neue System für die Apple Watch. Ich konnte es kaum erwarten. Vor allem, weil ich erst seit kurzem eine Series 5 besitze und mit all den Fitness- und Gesundheitsfeatures echt super zufrieden bin. Was ist nun also neu? Das, worauf ich mich wohl am meisten gefreut habe, ist Schlaftracking. Die Kombination aus iPhone und Apple Watch ist dabei, wie ich finde, echt gut gelungen. Kurz vor der festgelegten Schlafenszeit schaltet das iPhone in einen dunkleren Modus, schaltet Benachrichtigungen aus und bringt einen weg von der Benutzung. Für mich ist das an sich sehr sinnvoll, da ich abends eh meistens nur noch Musik höre, bevor ich ins Bett gehe und das Handy gar nicht mehr so in der Hand habe. Zur festgelegten Schlafenszeit wechselt die Uhr in einen Sleep Mode. Dabei wird das Display deutlich dunkler und zeigt nur noch Uhrzeit, Datum und die Weckerzeit an. Durch das Drehen der Crown kann man dann zu seinem normalen Watchface zurückkommen und die Uhr normal benutzen. Während des Schlafens lässt sich die Uhr nur durch direktes Berühren des Screens oder der Knöpfe wecken. Und während des Schlafens trackt sie Gesundheitsdaten und so weiter. So lang, bis sie am Morgen den Wecker schaltet und durch eine Art Anklopfen weckt. In den wenigen Nächten, in denen ich das nun probiert habe, hat alles an sich ganz gut funktioniert. Morgens konnte ich mir dann anschauen, wie lange ich geschlafen habe, wie meine Herzfrequenz war, was mein Ziel war, ob ich es erreicht habe, wie lange ich im Bett gelegen habe und wie viel länger oder kürzer einzelne Nächte waren. Zudem bekomme ich direkt nach dem Aufstehen Infos wie das Wetter oder den Akkustand. Für Zahlen-Nerds wie mich sind diese Zahlen an sich echt spannend. Die Frage ist, wie es in Zukunft weitergeht. Kann man Schlafphasen tracken und vielleicht einen dynamischen Wecker stellen, der einen weckt, wenn es am einfachsten ist, aufzustehen oder Empfehlungen, wie lange man schlafen sollte, geben kann? All das sind Funktionen, die in Zukunft vielleicht noch dazukommen und sehr spannend werden könnten. Das einzige Problem, was ich momentan habe, ist, wann ich die Uhr laden soll. Weil ich das meistens nachts gemacht habe und die Uhr jetzt morgens während des Duschens schneller in Strom hängen muss, um den Tag irgendwie zu überleben. Hierbei hätte oder könnte Fast Charging sinnvoll sein. Eine weitere Funktion, die ich erwartet habe, ist Händewaschen. So simpel es auch einfach ist, einen Countdown zu starten, um lang genug die Hände zu reinigen, ist es durchaus sehr sinnvoll, wenn die Uhr einem dabei hilft. Gerade wenn man, wie ich, nach dem Nachhausekommen es häufig vergisst, kann einem die Erinnerung der Uhr dabei helfen, es auf einer Daily Base zu machen und damit vielleicht auch gesünder zu bleiben. Leider musste ich feststellen, dass es bei mir einfach nicht richtig funktionieren will. Ich muss sehr ruckartig und direkt die Hände unter dem Wasser reiben, damit irgendwas passiert. Und selbst dann funktioniert es nur jedes dritte Mal. Auch hier hoffe ich, dass es irgendwie nochmal eine Überarbeitung gibt, damit ich nicht die Hände wasche, um einen Countdown zu sehen, sondern um saubere Hände zu bekommen. Sonst gab es noch ein paar neue Watchfaces und die Animationen wurden verkürzt, um die Uhr schneller wirken zu lassen, was ich sehr begrüße. Dinge wie das neu vorgestellte Fitness Plus konnte ich natürlich noch nicht testen. Allerdings bin ich in der Zukunft gerne dabei, ein separates Video dazu zu machen. Insgesamt bin ich von dem neuen WatchOS sehr begeistert und denke auch, dass es hier in Zukunft noch einige spannende Sachen geben wird. Viele Ideen gehen, wie ich finde, schon in die richtige Richtung und müssen jetzt nur noch verfeinert werden, um richtig zu wirken. Ich hoffe, Apple ruht sich nicht auf dem doch sehr enormen Hype aus, sondern bringt Funktionalität von 80 auf 100%. Wir werden sehen, was kommt.